In diesem Video lassen wir die erste Bundesliga, die zweite Bundesliga und die dritte Bundesliga durch EAFC 24 voraussagen. Aber ganz ehrlich, nicht nur das. Welcome back, welcome back, welcome back to Sturbeck und EAFC 24 Bundesliga-Time, wobei er Deutschland-Time, denn wir lassen heute durch EAFC 24 alle drei Ligen voraussagen und ich bin sehr, sehr gespannt, wer von diesen Teams Deutscher Meister, Zweitligameister und Drittligameister werden kann, aber nicht nur das, denn am Ende dürfen diese drei Teams plus ein Zweitplatzierter aus der jeweiligen Liga nochmal in einem kleinen K.O.-System gegeneinander antreten, um wirklich den Meister aller Meister innerhalb Deutschlands küren zu können. Und bevor wir so richtig ins Video einsteigen, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und das Video mit all deinen Freunden teilen, damit es noch viel, viel mehr Menschen sehen und dieser Kanal wirklich umso geiler mit euch da draußen wachsen kann. Und falls du eine Videoidee für meinen Kanal hast, dann schreib mir das jetzt gerne unten in die Kommentare. Aber schreib mir auch in die Kommentare, wer wird deiner Meinung nach Bundesligameister, Zweitligameister und Drittligameister? All das bitte unten in die Kommentare. Und jetzt geht's los. 10 Spieltage sind also in allen drei Ligen gespielt. Schauen wir doch mal in die dritte Liga, was die Tabelle aussagt. Und ja, Freiburg, zweite Mannschaft, steht hier auf dem allerletzten Platz mit 6 Punkten. SSV Ulm auf 19 und Dynamo Dresden auf 18, Arminia Bielefeld auf 10, Preußen Münster auf 8, Ingolstadt auf 6, Duisburg auf 4, Aue auf 3, 1860 München auf 2 mit 18 Punkten, punktgleich mit Aue. Und auf Platz 1 steht Jahn Regensburg in der zweiten Bundesliga. Ja, da sieht die Tabelle so aus. Elversberg auf dem allerletzten Platz 6 Punkte, Kaiserslautern nur 15. 9, Hertha BSC, holla die Waldfee. 5, Hansa Rostock, die Kogge, Mann, Mann, auf Platz 4. Der Hamburger SV, punktgleich mit der Kogge, auf Platz 3. Schalke 04, 18 Punkte. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als der aktuelle Stand in der zweiten Liga. Dann auf Platz 2 Hannover 96, 23 Punkte. Und auf Platz 1 St. Pauli, punktgleich mit Hannover 96 in der Bundesliga. Der VfL Bochum steht hier nach 10 Spieltagen mit 3 Punkten auf dem allerletzten Platz. Werder Bremen steht auf Platz 16 mit 7 Punkten. 6 RB Leipzig, 5 Bayern 04 Leverkusen, 4 Borussia Dortmund, 3 Union Berlin mit 23 Punkten auf Platz 2. Die SGE aus Frankfurt steht hier mit 24 Punkten sehr gut da. Und Bayern München führt hier mit 3 Punkten Vorsprung vor der SGE. Halbzeit in allen drei Ligen und zuallererst schauen wir auf die dritte Liga und Waldhof Mannheim steht hier auf Position 20. Freiburg, die zweite Mannschaft, hat es also geschafft, einen Platz nach oben zu klettern. Arminia Bielefeld immer noch 10. Dynamo Dresden ist 8. Immerhin haben sie sich weit nach oben gekämpft. Auf 7 steht 1860 München. Was? Die waren doch gerade noch 2. Dann Ingolstadt, Preußen Münster, Saarbrücken, Viktoria Köln auf Platz 3. Jahn Regensburg nur noch auf 2 und auf Platz 1 steht Erzgebirge auf. Die Tabelle in der zweiten Bundesliga, ja, die sagt aus, dass Elversberg immer noch auf Platz 18 steht, aber immerhin schon 11 Punkte gesammelt hat. Fürth, die sind aber krass runtergerutscht. Naja gut, gucken wir mal nach oben. Auf Platz 5, St. Pauli vom 1. auf den 5. Na gut, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Alter, auf Platz 4, weiter in der Hamburger SV, auf Platz 3, Hertha BSC, auf Platz 2, Hannover 96 und auf 1 steht also der Verein, an den ich absolut nicht gedacht habe. Schalke 04, also punktgleich mit Hannover 96 und in der Bundesliga, VfL Bochum immer noch auf dem allerletzten Platz, aber immerhin schon 8 Punkte geholt. Heidenheim von 12 auf 16, okay, Werder Bremen immerhin von 16 auf 13 nach oben, Platz 6. Borussia Dortmund, 30 Punkte, punktgleich mit der TSG Hoffenheim, okay, auf Platz 5. Union Berlin, 32 Punkte. Platz 4, Bayern 04 Leverkusen, 34 Punkte. Platz 3, SGE, was ist da los? 36 Punkte. RB Leipzig auf Platz 2 vorgedrungen, 36 Punkte. Und auf Platz 1 weiterhin der FC Bayern München mit 39 Punkten, 3 Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Und hier sieht es wohl so aus, als wenn der FC Bayern die nächste deutsche Meisterschaft einheimsen kann. Es folgen nun die Torjäger und Torvorlagengeber aus den jeweiligen Ligen und wir fangen zuerst in der dritten Liga an und hier steht auf Platz 1 Hut von Jahn Regensburg mit 12 Toren. Bei den Torvorlagen ist es Wickham von Preußen Münster mit 6 Torvorlagen. Und in der Bundesliga steht auf Platz 1 Memscher von Eintracht Frankfurt mit 15 Buden, 3 Tore mehr geballert als Harry van der Keen. Bei den Torvorlagen ist es Shikiri von Eintracht Frankfurt mit 7 Vorlagen.
Vorlagen. Gleich auf mit Tamari von Bayer 04 Leverkusen. Und bei den Torjägern in der zweiten Liga steht auf Platz 1 Nemeth vom HSV mit 13 Buden. Und bei den Torvorlagen ist es Simony von Greuther Fürth mit 6 Vorlagen vor Terodde mit 5 Torvorlagen. Und somit ist die Saison 2023-2024 vorbei. Alle Spiele sind gespielt, alle Ligen sind durch. Schauen wir zuallererst in die dritte Liga und hier steht auf Platz 20 unter Haching mit 25 Punkten. Freiburg zweite Mannschaft auf 19 und SSV Ulm auf 18. Dynamo Dresden auf Platz 9, 8 Münster, 7 Bielefeld, ein bisschen nach oben gekommen. 6 Duisburg, auch wieder einen Schritt nach oben gegangen. 5 TSV 1860 München, ja, minimal nach oben gerockt. Jan Regensburg, vorhin irgendwann noch Erster, jetzt am Ende nur Vierter geworden. Auf Platz 3 Viktoria Köln, auf Platz 2 Erzgebirge Aue und auf Platz 1 Saarbrücken steigt also mit Aue in die zweite Bundesliga auf. In der zweiten Bundesliga steht Wiesbaden auf dem Platz Nummer 18, 22 Punkte. Elversberg hat es also geschafft, von Platz 18 noch auf Platz 15 hochzukommen. 7 Hansa Rostock, nicht schlecht, der Specht für die Kogge. Auf Platz 6 Paderborn, auf 5 St. Pauli, auf 4 Hannover 96. Digga, die waren doch gerade gefühlt die ganze Zeit auf Platz 2. Auf Platz 3 Hertha BSC, müssen also in die Relegation. Auf Platz 2 der Hamburger SV mit 67 Punkten. Damit endlich mal wieder Bundesliga für den HSV. Hätte man sich nicht träumen lassen können. Und auf Platz 1 steht der FC Schalke 04 mit 70 Punkten, 3 Punkte vor dem HSV. Ja, herzlichen Glühstrom. Und jetzt zum Abschluss natürlich noch die erste Bundesliga. Und hier sieht die Tabelle folgendermaßen aus. Der FSV Mainz 05 steigt mit dem VfL Bochum ab. 21 und 22 Punkte. Heidenheim auf dem Relegationsplatz. Werder Bremen nur 12. geworden. 7 Union Berlin, die waren doch vorhin noch 3. Platz 6 Gladbach. Platz 5 die SGE aus Frankfurt. Platz 4 RB Leipzig. Oha, oha. Oha, oha. Platz 3 Borussia Dortmund, punktgleich mit RB Leipzig. Auf Platz 2 steht Bayern 04 Leverkusen mit 74 Punkten. Und auf dem ersten Platz Bayern München mit 77 Punkten. Damit holen sie also die 12. Meisterschaft in Folge. Nein, doch. Oh. Und im DFB-Pokal hat gewonnen Double für den FC Bayern München. Im Finale schlägt Bayern München Bayern 04 Leverkusen mit 2:1. Aber war das jetzt schon alles für den FC Bayern München? Oder können sie eventuell sogar noch das Triple holen? Wir schauen selbstverständlich auch nochmal in die Champions League, in die Europa League und in die Conference League und zuallererst in die Champions League. Und Bayern München holt hier diese Saison wirklich das Triple. Sie gewinnen 1:0 gegen Real Madrid im Finale. Und in der Europa League macht es Galatasaray Istanbul. Sie gewinnen 2:1 gegen den FC Liverpool. What? Jetzt noch die Conference League. Und hier macht es Aston Villa mit einem 3:2 gegen Club Brügge. Ja, ich sehe es ja an. Ich sehe es ja an. Du willst unbedingt noch wissen, wer Torschützenkönig und wer der beste Torvorlagengeber in der jeweiligen Liga geworden ist. Da schauen wir natürlich auch noch auf. In der dritten Liga ist der Torschützenkönig. Gut. Von Jan Regensburg mit 18 Toren, 4 Tore Vorsprung vor Lackenmacher von 1860. München. Der Torvorlagenkönig in der dritten Liga ist Bär von Erzgebirge Aue mit 9 Torvorlagen. Und in der zweiten Bundesliga die Torjäger und Torvorlagen. Da ist der Torschützenkönig gewonnen. Nemeth vom HSV mit 27 Toren. 7 Tore Vorsprung vor Teuchert von Hannover 96. Bei den Torvorlagen macht es Terodde mit 9 Torvorlagen. Alter Verwalter. Manometer. Und in der Bundesliga ist es Nemscha mit 24 Toren. 1 Tor Vorsprung vor Harry Kane. Nemscha, herzlichen Glückwunsch zum Torschützenkönig in der Bundesliga. Und der Torvorlagenkönig in der Bundesliga wurde Taremi von Bayer 04 Leverkusen mit 14 Vorlagen, 5 Vorlagen vor Harry Kane. Und jetzt schauen wir zum Abschluss nochmal auf die Transfers der Saison. Erste, zweite, dritte Liga. Ja, zwischendurch werden sicherlich auch andere Transfers natürlich zu sehen sein, aber mir geht es um die erste, zweite und dritte Liga. Und da fällt mir als allererstes auf, dass Heidenheim sich am 12.09.2023 für 1,25 Millionen mit Charani von Al-Hilal verstärkt hat. Und einen Tag später, ja, da hat sich Düsseldorf für 2,9 Millionen Valerie von Cremonese gegönnt. Damit aber selbstverständlich noch nicht genug in der zweiten Liga, denn der SC Paderborn versteckt sich für 3,9 Millionen mit Aston Kao von Vollermekau. Am 14.09.2023, ja, die SGE in der ersten Liga versteckt sich mit Simone von SSC Neapel und das sogar als Leihspieler. Einen Tag später versteckt sich Mainz 05 mit Dakil vom FC Burnley als Leihspieler. Und Union Berlin dachte sich so, ja, was die können, das können wir auch, denn die haben sich mit Howard von Nottingham Forest als Leihspieler auch verstärkt. Und der SV Werder Bremen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher sie die Kohle nehmen.
aber 15,5 Millionen für Scalvini von Atalanta Bergamo. Und jetzt kommt der Kracher schlechthin, denn Borussia Dortmund verstärkt sich mit Thiago vom FC Liverpool für 33,7 Millionen Euro. Der SC Freiburg, ja, die holen hier Goulart von Dinamo Zagreb für 3,8 Millionen Euro. Und darüber ist Günther vom SC Freiburg, der verlässt den SC Freiburg für 18,3 Millionen zu Real Betis. Bayer 04 Leverkusen versteckt sich für 2,4 Millionen mit Poku von Alkmaar aus den Niederlanden. Und kleine Schmackerle obendrauf, keine Bundesliga, keine zweite Liga, keine dritte Liga, aber dieser Transfer ist einfach so unglaublich. Am 22.09.2023 verlässt Militao Real Madrid für 102,7 Millionen Euro zu Manchester. Das muss man erstmal realisieren. Das sind also die Gewinner in den deutschen Ligen 2023, 2024 zumindest, das was EFC 24 sagt. Gucken wir also nochmal auf die Übersicht. In der dritten Liga wurde Saarbrücken Sieger, Gewinner, Meister, wie man dazu auch immer sagen möchte, mit 69 Punkten. In der zweiten Bundesliga hatte Schalke 04 mit 70 Punkten und in der ersten Bundesliga zum 12. Mal in Folge der FC Bayern München mit 77 Punkten. Aber wir sind ja noch nicht fertig, denn ich habe mir selbstverständlich überlegt, dass wir diese Teams gegeneinander antreten lassen. Dafür brauchen wir aber noch ein viertes Team und das vierte Team wird entscheidend sein. Also denke ich mal. Schlussendlich sind es die jeweiligen Zweitplatzierten in den jeweiligen Ligen. Heißt also Bayer 04 Leverkusen, Hamburger SV und Erzgebirge Aue. Und das Glücksrad wird uns jetzt verraten, welches dieser drei Teams noch mitspielen darf. Ja, der Hamburger SV, darf hier noch mitspielen. Bedeutet also, wir gehen sofort aufs nächste Glücksrad. Und hier siehst du die 3 Erstplatzierten plus den einen Zweitplatzierten. Und diese 4 Teams treten jetzt gegeneinander an. Hoho, was für ein Duell. Der FC Bayern München muss also gegen Schalke 04 und der HSV darf gegen Saarbrücken antreten. Schauen wir raus. Das erste Spiel ist Schalke gegen Bayern München und Bayern München gewinnt knapp, aber gut mit 2:1. Was macht Saarbrücken gegen den HSV? Knappe Kiste 3:2 für den HSV im Hinspiel. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt in den Rückspielen, ob Schalke und Saarbrücken vielleicht alles noch drehen können. Schauen wir rauf. Leider Gottes nein, Bayern München gewinnt im Rückspiel 2:1 insgesamt, also 4:2. Was macht der HSV? Der HSV gewinnt das Rückspiel mit 2:1. Insgesamt setzt sich der HSV mit 5:3 durch. Das bedeutet also, das Finale heißt FC Bayern München gegen den Hamburger SV und gewonnen hat der FC Bayern München, gewinnt hier 2:1 und krönt sich damit zum Meister der Meister innerhalb Deutschlands. Wenn du genauso viel Spaß hattest mit diesem Video wie ich, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, teile das Video mit all deinen Freunden, dann stickst du hier nochmal eins von diesen beiden Videos rein. Es lohnt sich definitiv und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.